Frage ist, warum schmeiße ich die Blümchen nicht weg? Die wachsen doch alle wieder nach. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich einfach wirklich ein Hoarder. Oder ein Messi oder sowas. Weil diese Blümchen, mit denen habe ich ja schon in meinem Test nie was angefangen mit. Und das ist auch nicht meine Baustelle mit den Blümchen. Das überlasse ich gerne anderen Leuten. Also Blumen sind manchmal ganz hübsch zum Angucken, aber es ist einfach wirklich nicht meine Welt, mich um die zu kümmern und so weiter. Da sage ich dann lieber, der trocknet. Das überlasse ich lieber dem Gewitter. So, wer auch immer das gesagt hat. Gut, wir würden hier diese Schiene nochmal zurückfahren. Und dann hier wieder hoch. Und dann hier wieder zurück. Und dann hier wieder runter. Und hier wieder zurück. Da geht's dann wieder hoch. Da geht's dann rein. Jetzt wächst hier gerade Gras. Das ist nicht so toll. Na komm, weg hier mit dir. So, da geht's hoch. Dann geht's da runter. Way. Nächste Schaufel. Ui. Wham. Hier geht's wieder zurück. Jetzt hier wieder runter. Jetzt da rüber. Und geht's da wieder hoch. So. Und dann wird man da mal lang gehen. Und da, und es wird schon wieder nachtig. Das ist ja unglaublich, ey. Die Tage vergehen immer so schnell, wenn man Spaß hat. So. Gut. Wir schmeißen uns wieder ins Bettchen. Wir schmeißen uns wieder ins Bettchen. Geronimo. Ja. Guten Morgen. Das ist immer so bescheuert, wenn du dann nach oben guckst, dann muss ich erstmal orientieren, wo eigentlich der Charakter hin ausgerichtet ist. Und wo es weitergeht und so weiter. Apropos, dann können wir hier schon mal wieder Erde abliefern. Und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. Und dann würde ich hier doch mal sagen, zack, zack, zack. Fluff und fluff. Und da kommt dann nicht die Erde rein, sondern die Erde kommt direkt hier daneben und dann würde ich das Gezuppel. Eigentlich ist es jetzt falsch. Eigentlich sollte das Gezuppel näher zum Ausgang. Zack, 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 zack. Du kannst auch noch weg und du kannst weg. Okay. Und hier, nee, war die Erde voll? Nee, war sie nicht. Dann würde ich die nochmal nehmen, dann würde ich dich nochmal nehmen, dann würde ich dich ab geben. So, jetzt sind hier alle voll mit Erde und dann kannst du nämlich dahin, genau, und dich kann ich auch noch wegschmeißen. Ich brauche eh keine Sau. So, und dann geht es hier auch schon wieder weiter im Text. So. Ah ja. Nächste Schaufel. Wie gesagt, die Sache mit dem Inventory Tweak war eigentlich ganz geckig. Ich finde es ein bisschen schade, dass die nicht für Mineclone funktionieren. Aber ich glaube, die haben halt bestimmte Objekte. Die Inventory Tweaks waren halt nicht so ganz allgemein geschrieben, sondern haben halt bestimmte Objekte
ausgewählt. Ich müsste mir mal angucken, wie das genau funktioniert hat. Ob man da nicht vielleicht ein bisschen allgemeiner das handeln kann. Dass man quasi rausfindet, hey, das Objekt, das gerade zerstört wurde, was war denn das eigentlich? Und dann einfach wirklich sagt, okay, dieses Objekt ist es in meinem Inventar und dann ersetze ich es. Das Ding ist halt, dass meine Lua-Kenntnisse jetzt nicht unbedingt die besten sind. Also ich kann mir das schon zusammenreimen, was sie damit meinen. Aber die syntaktischen Details kenne ich halt alle nicht. Aber man kann sich natürlich trotzdem ein bisschen was zusammenhacken quasi. Das müsste schon gehen. Wenn ich mal die Ruhe und die Muße habe. So. Naja, wie gesagt, die Sache mit den Inventory Tweaks ist halt einfach wirklich die, dass ich die wirklich gern allgemeingültig gestaltet hätte und nicht für bestimmte Werkzeuge nur gilt, sondern eben für alle Blöcke. Also wenn ich irgendeinen Block noch in meinem, also quasi, ich nutze meine Fackeln und dann gehen meine Fackeln leer und dann zieht er einfach, schaut er einfach im Inventar, hey, hast du da noch Fackeln? Ja, dann ziehe ich die doch einfach auf dieses Feld und gut ist. Und ich verstehe nicht, dass das nicht funktionieren soll. Weil im Prinzip muss man ja wirklich bloß über das Inventory, über das Inventar iterieren und dann sagen, yo, ist da, mache ich weg. So. So, nee, den Schuh ziehe ich mir noch nicht an. Da schieben wir erstmal hier den darüber. Und dann schieben wir den hier zurück. Und allzu viele Schaufeln haben wir auch nicht mehr. Und dann schieben wir den mal darüber. Und dann geht's hier Appi Galappi. So. Und dann können wir hier sagen, kommt der einfach dahin, der kommt dahin, geht der ganze Spaß hier wieder zurück. Und wieder einen runter. Perfekt. So. Und dann geht der hier natürlich auch hier rein. Und dann geht der hier wieder zurück. Wie viele Schaufeln habe ich noch? Zwei habe ich noch. Dann schieben wir die vielleicht einmal mal hierher. Damit man da nicht so wirklich... wie sage ich denn das? Damit wir nachher beim nächsten Zerbrechen nicht so weite Wege haben. Für die Maus. Weil die Maus, die ist mir schon am Verhungern, also... Die ist schon leicht überanstrengt, die Maus. Und ich will ja nicht, dass die vom Fleisch fällt. Und das Mäusefutter ist mir leider ausgegangen und so weiter und so fort. Ich rede nur Blödsinn. So. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Wunderbar. Dich sammeln wir noch ein. Da drüben fährt noch. Ne, da fährt nichts rum. Okay. Und dann hätten wir hier die letzte von den Spitzhacken. Spitzhacken-Schaufeln. Das reicht uns aber auch für den Anfang. So. Genau. Dann hätten wir das auch geschafft, auf jeden Fall. Diesen Streifen hier lasse ich jetzt erst. Oh, du what the foodie, hu! Ah. Mauer? Nee. Gott sei Dank, ey. Puh! Ey, Alter. Die tauchen also immer aus dem Nichts auf.
Also so wirklich von heiterem Himmel, wo du da stehst und denkst, what the fu? Okay, ich wollte mich eigentlich geradezu auslassen. Ja, den Spaß, den will ich hier eigentlich behalten. Warum auch immer. Einfach, weil es halt direkt an der Mauer liegt. So. Ey, alter Falter. Sage mal, also der, das ist wirklich ein. Eine Sacknase, eine elendige. So, zack, 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 zack. Wollen wir die Reihe voll machen? Nö. Okay. Ey, meine. Okay, also ja, die Kiste war ja voll. Dann war das hier. Zack, 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 zack. Du, du und du. So. Bah. So ein Drecks. Dingens. Gut, auf jeden Fall. Man sieht die auch nicht, weil sie so hinterhältig grün sind, ne? Diese Dreckskreeper. Okay, auf jeden Fall. Also, wir wollten dann jetzt hier mal anfangen, weiter abzuarbeiten. Und dann machen wir das auch. Und zwar, wie wir gesagt haben, für einen Steinbruch machen wir das einfach wirklich Schicht für Schicht. So. Und wir ziehen halt einfach wirklich die Wand Stück für Stück runter. Okay, das geht dann von hier. Ja, kann man sogar so machen. Bis hier rüber. Wunderbar, die nächste Spitzhacke ist dran. Und dann würden wir uns dann als nächstes dann wie viele Spitzhacken bauen? Ich weiß es nicht. Sagen wir 8, oder? Werden wir wahrscheinlich brauchen. Na, den wollte ich wegmachen. Genau. So, dann kannst du hier wieder rüber. Und die Sonne neigt sich schon wieder dem Ende zu. Die Reihe würde ich ganz gerne noch fertig machen, bevor wir abhauen. Und jetzt können wir abhauen. So. Da unten gibt es übrigens noch zwei Kisten, die würde ich bei Gelegenheit auch mal ausräumen wollen und umlagern vor allem. Und dann gehen wir jetzt mal ein Nickerchen halten. Gute Nacht. Und wir freuen uns auf die nächsten Nickerchen. Beziehungsweise auf unsere Mauer. Habe ich jetzt eigentlich noch Erde am Start? Nee, Erde habe ich nicht mehr am Start. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich. Komm, wir machen uns schon ein paar Spitzhacken. So und dichter. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt sind wir auch wirklich bei 8. Genau, so, zack. Jetzt sind wir bei 9. Und dann würde ich hier einfach mal auffüllen. Der kann irgendwo hin. Der kann irgendwo hin. Würde ich den dann noch wegmachen, den dann noch wegmachen und den dann noch wegmachen. Und dann haben wir zumindest wieder ein paar Spitzhacken, mit denen wir ein bisschen. Arbeiten können. So. Und
Hier geht es einen runter. Und dann laufen wir da wieder nach vorne.